Und damit herzlich willkommen hier zum ersten Spieltag in der UEFA Champions League Saison 2024-25. Wir sind hier beim Spiel Eintracht Harelea gegen den FC Lugano. Hier in der Gruppe F, natürlich. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob es E oder F war, aber es ist die Gruppe F hier am Mittwochabend. Und beide Teams sind heiß auf die neue Saison. Der amtierende YouTube-Bundesliga-Meister möchte hier natürlich wieder weit kommen im Wettbewerb. Man hatte in der letzten Saison den großen Erfolg gegen Manchester City einfahren können. Da hat man es ja geschafft, in der K.O.-Runde Manchester City rauszuwerfen. Das sage ich nicht nur ohne Grund, sondern Manchester City ist auch der Gruppengegner von der Eintracht in dieser Gruppe F. Ja, drei YouTube-Bundesligisten haben es geschafft in die Champions League. Schwabach, Eintracht Harelea und dann haben wir noch den FC Renitopia, der amtierende Europa League Sieger und Supercup Sieger. Die haben den Champions League Sieger Bayern München besiegen können. Für die Eintracht ein schwerer Start hier in die laufende Saison. Vielleicht wird es ja jetzt hier mit dem ersten UEFA Champions League Spiel ein wenig einfacher. Am Wochenende geht es dann gegen Sprockhövel ran. Freistoß schnell ausgeführt. Lugano weiß natürlich, wie stark die Eintracht sein kann. Und deshalb wissen sie auch, dass sie selbst viel Offensive zeigen müssen. Da ist jetzt Falling. Nee. Valenzuela ist da. Gefahr bereinigt. Aber der Pass war da jetzt doch gezogen, genau. Berzins. Berzins bringt ihn auf Falling. Wird abgeblockt. Tasch macht es hier mit Köpfchen. Auch aus der Situation wird hier nichts. Valenzuela. Ja, spielt den Ball weiter. Valenzuela. Ne, der Ball ist weg. Da kann man noch so viel probieren. Wenn man aus dieser Chance zu wenig macht, dann hat man es nicht anders verdient. Jetzt die Eintracht weiter in der Vorwärtsbewegung, aber jetzt haben die Gäste den Ball soweit unter Kontrolle. Da haben wir jetzt Zeller. Außerdem heute spielen natürlich Inter Mailand gegen Schwabach sowie auch der FC Renitopia gegen AC Mailand. Wusste doch, dass es ein Mailand-Verein sein muss. Wenn es schon nicht die Inter Mailand sein kann, dann muss es ja wohl AC Mailand sein. So, Van der Grobe, Max Van der Grobe, bringt ihn auf Binder. Ah, Van der Grobe. Ja, wird kurz ausgeführt. 6 Minuten haben wir noch auf der Uhr in der ersten Hälfte. Da ist Van der Grobe. Van der Grobe! Aber der Ball ist sicher.
Nicht mehr lang zu spielen im ersten Durchgang. Ja, da ist das Tor! Ich hab nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte, den Ball haben sie eigentlich. Und ja, ich werde nicht fürs Denken bezahlt, denn dann hätte ich gewusst, dass man so eine Chance nicht zweimal bekommt und diese dann auch direkt verwandeln wird. Lugano geht mit 0:1 in Führung hier bei der Eintracht. Und ist auch wieder, ja, Renato Steffen, der hier trifft, ist auch wieder bezeichnend hier für diese aktuelle Saison. Es läuft einfach nicht, wie es soll. Nur gegen Schwabach konnte man bisher einen Punkt holen. Gegen Paderborn siegte man dafür deutlich, aber die Eintracht erschreckend schwach nach der so starken Saison. Vielleicht ist die Erwartungshaltung aber einfach viel zu groß. Der Druck, man weiß es nicht. Wir sehen uns in Durchgang 2. An der Grube. Ja. Jetzt muss natürlich die Eintracht im zweiten Durchgang ein bisschen mehr zeigen. Und das machen sie auch schon. Berz ist es ein Verlegen. 4 Minuten im Durchgang 2 gespielt. Und schon klingelt es im Kasten. Berzins mit dem ersten Versuch, der wurde aber abgeblockt vom Keeper. Und Falling muss da nur noch einnicken und das macht er auch. Die Eintracht mit dem 1:1. Jetzt hier den Einwurf für die Eintracht und so, ja, lebt es sich schon mal ein bisschen besser mit einem Remis auf der Anzeigetafel. Und jetzt natürlich die Eintracht, die hier befreiter aufspielen kann. Botani. Jetzt Falling. Fokus an. Ja, boah. Ja, boah. Nee, irgendwie ein bisschen zu viel Rumgeplänkel da vorne. 30 Minuten haben wir noch auf der Uhr. 1:1 steht es hier aktuell im Spiel zwischen Eintracht Avellaneda und dem FC Lugano. Jetzt Arrigoni. Marcella! Jetzt mal ist die Defensive da. Und natürlich das 1:0 für die Gäste, das hättest du auch verhindern müssen. Da hättest du hinten dichter stehen müssen. Taten sie jetzt nicht, deswegen haben sie auch verdientermaßen den Gegentreffer kassiert. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt hier wenigstens wissen, wie die Gäste anlaufen. Können so ihnen eher das eigene Spiel aufdrücken. Da ist jetzt Neunteufel. Bringt den Ball auf Binder!
Aber aktuell ein bisschen zu zentral auf den Keeper immer. Berzins vorhin auch schon, da hatte man aber Glück, dass dieser nur den Ball nach vorne abklatschen lassen konnte. Balling bringt den Ball jetzt hier auf Binder. 1 gegen 2. Binder nochmal, bleibt am Ball. Das ist Kokosan! Kokosan mit dem Treffer! Und die Eintracht geht in Führung. Es wäre aktuell der erste Sieg in einem Punktespiel in dieser Saison. Und vielleicht ist ja auch genau das, was die Eintracht braucht. Berzins. Nee, Ball ist weg. Jetzt 10 Minuten, ja gut. 13 Minuten noch zu spielen. Und aktuell führt die Eintracht. Und sie führt, weil sie aktuell die bessere Mannschaft ist. Boah, Kokos angrätscht da aber richtig rein. Da gibt die gelbe Karte verdient. Kann man nicht schönreden. Das gibt Geld. Oh, das gibt Geld. Das gibt Gelb. Und Geld gibt das für die Mannschaftskasse. Und jetzt müssen hier die Gastgeber aufpassen. Haben sie auch. Aber der Ball ist noch nicht ganz weg. Kommt wieder hinein. Und ich hatte gesagt, dass die Eintracht gegen Manchester City in der Champions League gespielt hatte. Das stimmt natürlich nicht. Die Eintracht hatte gegen Manchester City in der Euroleague gespielt. In der Champions League waren ja Gelsenkirchen und Essen. Beide sind ja auch dann am Ende in der Euroleague gelandet, in der Zwischenrunde. Genauso wie Manchester City. Und in der Zwischenrunde kam halt es zu dem Duell. Was denn jetzt? Oh, ist egal! Ist egal! Binder 3-1! Ist egal, ob es in der Zwischenrunde war oder im Achtelfinale. Es war eher im Achtelfinale, denn die Eintracht sollte ein Gruppensieger gewesen sein. Und das wollen sie natürlich jetzt in der Champions League auch erreichen. Den Gruppensieg. Binder macht ihn rein. 3-1. Benny Fuchs wird dieses Ergebnis gefallen. Genau das, was sich hier die Eintracht wünschen würde. So ein Ergebnis, so ein Verlauf. Nicht unbedingt. Die erste Hälfte, die hätte besser sein können. Aber 3 Tore in einer Halbzeit. Das könnt ihr nochmal richtig Mut schöpfen. Auch für die Liga. Wenn es dann gegen Sprockhövel rangeht. Da ist es Ben Abdullah! Aber der Ball wurde geblockt und damit ist das Spiel vorbei. Die Eintracht gewinnt zu Hause mit 3-1 verdient gegen den FC Lugano. Und sichert sich somit die ersten 3 Punkte in dieser Saison. Nicht nur in dieser Champions League-Saison, generell die ersten 3 Punkte. Ein wichtiger Sieg. Und vielleicht kommen sie ja so wieder in die Spur. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Entweder bei der Euroleague mit Dominik oder in der Conference League auf Pale Croft. Bis dann, haut rein und tschüss.